Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Und darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher. Dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich anbetest, wird dir alles gehören. In der Schrift heißt es, wirf dich nieder vor deinem Gott. Und ihm allein sollst du dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem und stellte ihn oben auf den Tempel. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit nicht einmal deine Füße an einen Stein stoßen. In der Schrift heißt es, auf die Probe sollst du Gott, deinen Herrn, nicht stellen.